Herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem Interview, zu einem kleinen Blick hinter die Kulissen. Wie du siehst, hier ist eine Kamera und wir haben nämlich gerade einen neuen Kurs aufgenommen, einen neuen Weg kreiert, könnte man sagen, um in die Selbstliebe reinzufinden. Mit Übungen, mit Praktiken, mit aus meiner Sicht einer ziemlich revolutionären oder evolutionären Art und Weise mit Selbstliebe umzugehen, die anzuschauen und in sich zu integrieren und verkörpern. Wir haben dafür die Simon Ibrahim eingeladen, die heute mit uns den Raum teilt und ich werde sie ein paar Fragen stellen. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht gerade vorweg, wenn du jemandem beschreiben möchtest, was Selbstliebe ist, was würdest du sagen? Für mich bedeutet Selbstliebe, mich anzunehmen, mich wieder zu vereinen mit all dem, was ich bin. Also es bedeutet, eine Einheit zu kreieren. Und was ist Selbstliebe nicht? Selbstliebe hat keine Bedingungen. Das finde ich sehr wichtig, das zu unterstreichen. Selbstliebe sagt nicht zum Beispiel, ich liebe den Teil, der mich nicht liebt, nicht. Weil sehr oft denken wir sind in der Selbstliebe, aber eigentlich haben wir immer noch Bedingungen oder eine Vorstellung, was liebenswert ist und was nicht. Mich fasziniert das Thema, weil ich glaube, die meisten Menschen, die auf diesem spirituellen Weg sind, haben Selbstliebe schon sehr, sehr oft gehört. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und eine, die man immer wieder antrifft, ist auch Affirmationen. Sich selber Dinge zu sagen, ich nehme mich so an, wie ich bin, ich liebe das an mir, ich liebe das an mir. Ist das aus deiner Sicht ein zielführender Weg? Und was sind vielleicht die Herausforderungen? Ich glaube nicht, dass man generalisieren kann, ob es zielführend ist oder nicht. Ich denke, für manche ist es sicher zielführend, für andere aber nicht. Weil was geschieht, wenn wir Affirmationen verwenden und uns etwas sagen, das wir ja eigentlich nicht glauben, ist, dass das unterschiedliche Aspekte in uns darauf reagieren. Es gibt einen Teil in uns, den wir dadurch nähren und der das glaubt und der das gut findet. Und es gibt ja aber einen Teil in uns, der das Gegenteil denkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, ich liebe mich genauso, wie ich bin, dann gibt es ja in mir auch den Teil, der sich nicht genauso liebt, wie ich bin. Und der wird machtvoller, wenn ich das sage, weil der will sagen, hey, mich gibt es auch und ich sehe das anders. Das heißt, ich kann auch, wenn ich das tue, meinen Widerstand verstärken. Was ich in dem Fall jetzt empfehlen würde, wenn du Affirmationen verwenden möchtest, jetzt zum Beispiel für dich selber, dass du deinen Verstand insofern überlistest, weil der Verstand ist ja immer polar oder da gibt es immer auch das Gegenteil. Und ich mache das für mich selber so, wenn ich zum Beispiel in eine neue Realität reinkommen möchte. Dass ich etwas mache, das meinen Verstand öffnet, aber ihm nicht sagt, wie es zu sein hat. Das wäre in dem Fall zum Beispiel, was wäre, wenn ich ganz okay bin, so wie ich bin? Was wäre, wenn ich liebenswert wäre? Mit diesem Was wäre, wenn, öffnen wir uns für Möglichkeiten, aber wir sprechen dem Teil, der das momentan nicht glauben kann, seine Meinung nicht ab. Wir sind sehr komplexe Wesen, habe ich rausgehört aus deinem Kurs. Wir haben viele verschiedene Bedürfnisse, ja sogar verschiedene Persönlichkeiten, Anteile in uns, die verschiedene Bedürfnisse haben, die verschieden geprägt sind, die auch einfach da sein möchten. Ja. Wie geht man dann mit diesen Umteilen um? Ist man da nicht irgendwie, kann man da nicht auch ein bisschen durchdrehen, wenn da so viele Stimmen in einem sind? Ja, weil es geht darum, dass wir diese Stimmen kennenlernen, dass wir mit ihnen in Kontakt kommen und dass wir versuchen rauszufinden, wer sie sind, was sie brauchen. Und wichtig ist, dass wir nicht das Gefühl haben, dass
das ist jetzt, was ich bis Ende nächste Woche erledigt haben muss. Hm. Sondern das ist die Reise des Bewusstseins. Das ist ein Prozess der Bewusstwerdung und in dem sind wir, solange wir leben. Hm. Also ich denke, es ist natürlich so, aber ich denke, wir sollten da ein bisschen Druck rausnehmen und uns sagen, was, wenn ich immer mehr von mir selber kennenlerne? Was, wenn ich mich einfach darauf einlasse, immer mehr Teile in mir zu erkennen? Auch ich lehre immer weitere Teile von mir kennen. Und so ist das, oder? Wir kommen in neue Situationen, wir treffen neue Menschen, wir lernen neue Dinge. Und so weitet sich unser Bewusstsein immer mehr. Also es geht nicht darum, das jetzt möglichst schnell hinter uns zu bringen, sondern eigentlich viel mehr uns wirklich einzulassen. Magst du uns vielleicht noch für diejenigen, auch unter euch, der Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, uns ein Stück weit auf deiner Reise mitnehmen von diesem Prozess der Bewusstwerdung? Wie hat das bei dir gestartet? Mhm. Ja, das hat wie bei vielen anderen mit Leiden eigentlich gestartet. Es hat damit gestartet, dass ich sehr unglücklich war in meinem Leben, dass ich eine sehr tiefe Trauer in mir hatte und mich aber das Leben dahin geführt hat, dass es mir nicht wirklich das gegeben hat, was ich benutzt hätte, um damit nicht mehr in Kontakt sein zu müssen. Also es hat mir eigentlich im Außen die Dinge weggenommen, so dass ich wirklich mit meinem Inneren konfrontiert war, so dass ich mich einlassen musste auf mich selber. Und so die wirklich große Öffnung ist ja geschehen, als ich dieses Kundalini-Erwachen hatte. Und das hat halt dazu geführt, dass ich wirklich in meine Tiefe gesunken bin und dass ich dort halt das hellste Licht und die dunkelste Dunkelheit in mir getroffen habe, denen begegnet bin und aber eben auch einen großen Teil davon integriert habe. Also ich glaube nicht, dass das irgendwann wirklich fertig ist, aber da war schon viel, dass ich da integriert habe innerhalb dieser zwei ganz, ganz, ganz intensiven und dann bis zu vier einfach immer noch genug intensiven Jahre, die ich danach mit diesem Prozess verbracht habe. Interessant. Und wie lange ist das her mittlerweile? Also das ist geschehen, als ich 33 war. Jetzt bin ich 38, 5 Jahre. Das ist 5 Jahre her. Und welchen Teil dieser Realität, den du erfahren hast, hat dich am meisten erschüttert oder hat dich am meisten wachgerüttelt? Du sagst, du hast mehrere Jahre gebraucht, um das zu integrieren. Warum hat das diese Zeit gebraucht? Das hat diese Zeit gebraucht, weil mein ganzes System sich umgestellt hat. Weil das eine Wirkung hat, selbst auf den physischen Körper, oder? Das ist diese Anteile, Emotionen, alles das ist Energie. Und wenn wir da viel befreien in uns, dann verändert sich unsere Schwingung. Und auf diese neue Schwingung muss sich auch der Körper einschwingen. Zusätzlich war bei mir vor allem mein Nervensystem sehr stark betroffen. Du kannst dir vorstellen, in diesem Prozess ist es so, dass du an einem Tag das größte Glück fühlst, das es gibt, und 2 Tage später vielleicht wieder im totalen Schmerz bist. Und das musst du immer wieder ausbalancieren. Das ist unglaublich anstrengend. Das ist anstrengend für die Psyche, das ist anstrengend für den physischen Körper. Und ich hatte das Gefühl, ich gehe da schon ohne eine Pause durch. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ich das irgendwie schneller geschafft hätte. Interessant. Und deine Arbeit mit deinen Klienten hat sich seitdem wahrscheinlich auch nochmal immer wieder erneuert und andere Perspektiven mit eingebunden, kann ich mir vorstellen. Wie hast du das bei dir wahrgenommen und wie nimmst du es bei den Klienten wahr? Was ist so ein gemeinsamer Schmerz oder eine gemeinsame Herausforderung, bei denen viele Menschen noch anstehen? Etwas sehr Grundlegendes ist die Angst, sich zuzumuten.
dass ich mich anderen zumuten kann, mit meinen Bedürfnissen, meinen Gefühlen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch selber immer Verantwortung übernehmen müssen, aber sehr viele Menschen haben Angst, sich anderen zuzumuten. Ja, was soll der mit mir anfangen, wenn ich jetzt nicht glücklich bin, zum Beispiel, wenn es mir jetzt gerade nicht geht? Das kann ich niemandem zumuten. Ich kann mich niemandem zumuten, wenn ich nicht funktioniere. Mhm. Ich glaube, das ist eine der größten Ängste. Und wie gehst du damit um? Ich erlaube meinen Klienten, sich mir zuzumuten. Die wahrscheinlich tiefste oder eine der tiefsten Verbindungen, die wir als Menschen haben, ist ja die zu unseren Eltern. Das sind Personen, mit denen wir sehr stark miteinander verbunden sind. Und Personen, die aber auch ihre eigenen Limiten und ihre eigenen Probleme mit sich gebracht haben. Wie sehr ist das wichtig in deiner Arbeit, dass man diese Heilung, diese Beziehung wieder heilt? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also das alles, was wir mitbringen und irgendwie uns zurückhält, das müssen wir anschauen, insofern, dass wir es verstehen müssen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hey, wir gehen jetzt in deine Vergangenheit und schauen uns alles an, sondern in diesem Prozess unseres Lebens, in dieser Entwicklung, wenn wir voranschreiten, dann kommen wir immer an Widerstände ran und ich schaue mir dann, was ist jetzt dein Widerstand, da wo du jetzt bist, und dann arbeiten wir mit dem und dann gehen wir, wenn nötig, zurück und heilen etwas von dort. Aber ich halte es nicht für so sinnvoll, einfach zu schauen, was habe ich alles für Probleme gehabt und das alles aufzuarbeiten, weil dann sind wir ein Leben lang damit beschäftigt. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass man alles aufgearbeitet haben muss, um glücklich leben zu können. Aber dass man dann, wenn sich etwas zeigt, dass man sich dann darauf einlässt. Es ist ein interessanter Punkt, was wir immer wieder antreffen. Auch, wie du sagst, hat man irgendwann alles aufgearbeitet, geht es darum, alles aufzuarbeiten. Manchmal beobachte ich die Tendenz bei Personen, die sehr viel an sich aufarbeiten, und dazu vielleicht auch noch ein anderer Punkt, auf den ich nachher gerne ein bisschen mehr eingehen möchte, dass das ja auch immer eine unbewusste Implikation hat, ich bin noch nicht gut so, wie ich bin, das ist sicher auch schwierig, mit dem umzugehen. Aber wenn man dann all diese Dinge aufgearbeitet hat, die Glaubenssätze, die unbewussten Muster, das innere Kind, die Beziehung zu den Eltern, und wenn man dann immer noch Probleme hat, sie aber nicht mehr vielleicht sieht, dann geht man, oder es nicht mehr sieht in diesem Körper, in diesem Menschenleben, geht man vielleicht in sein früheres Leben und dann früher. Und so ist es wie ein bisschen ein endloser Kreis. Ist das aus deiner Meinung nach so gedacht? Oder sollte man irgendwann auch mal hinsetzen und sagen, jetzt ist genug? Also ich würde es für mich nicht wollen, weil das kann ja auch zu einer Selbstgeißelung werden. Ich denke, es wäre gut, wenn man sich in dem befindet, dass man sich fragt, warum denke ich, dass ich das muss? Also wer muss ich denn wieder jemand sein? Muss ich die vollständig geheilte Person sein? Und wenn ich das denke, warum? Warum darf ich nicht auch etwas Verletztes in mir noch haben? Ich muss nicht perfekt sein. Nein, wir müssen nicht vollständig geheilt sein. Die Frage ist ja nur, können wir, so wie wir sind, uns ein Leben erschaffen, das uns Freude macht? Und wenn uns da etwas hindert, dann müssen wir uns das anschauen. Aber wenn ich immer an mir selbst arbeite, dann ist ja mein Leben Arbeit. Dann bin ich immer etwas am Tun, dann kann ich nicht genießen, ich kann nicht empfangen. Also deshalb würde ich jetzt an dieser Stelle mich fragen, warum denke ich, ich muss weiterarbeiten, wie dem auf den Grund gehen, was denke ich damit zu erreichen und warum denke ich, dass ich das erreichen muss? Mhm. Ist das wirklich, was ich will? Mhm. Oder was es braucht, damit ich meinen Frieden finde? Mhm. Jetzt bist du auch schon darauf eingegangen, auf diese innere, vielleicht manchmal paradoxe Angelegenheit. Man arbeitet an sich, um sich mehr lieben zu können, sagt einem aber gleichzeitig, ich kann mich nicht so akzeptieren.
Die Frage ist, warum arbeitest du an dir? Arbeitest du an dir, um dich mehr lieben zu können? Oder arbeitest du an dir, damit du dich besser fühlst, damit du mehr Leichtigkeit fühlst? So, was ist der Grund? Das ist wieder die gleiche Frage. Und dann, ich nenne das auch nicht, ich arbeite an mir, sondern ich nenne das mehr, ich fühle, da ist etwas unbefreit in mir und ich finde, ich habe es verdient, mich davon zu befreien. Also möchte ich jetzt gerade mich davon befreien oder nicht? Oder wenn wir das so nennen, an mir arbeiten, da ist vielleicht auch schon der Ausdruck ein Problem. Weil natürlich, ich bin ja auch im Prozess der Evolution, natürlich entwickle ich mich, aber nicht, weil ich muss, nicht, weil es mich wertvoller, liebevoller macht. Also ich muss überhaupt nicht an mir arbeiten, aber ich gönne es mir auch, von dem, was mich zurückhält, zu befreien. Und wie siehst du das? Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen, dieses Thema, und damit einzutauchen. Und auf der einen Seite ist es wichtig, was ich mitgenommen habe aus dem Kurs, in gewisser Weise den Kopf abzuholen, das Mentale, dass man Konzepte erarbeitet, am Anfang erstmal schauen, was ist Liebe eigentlich genau für mich? Und bei gewissen Personen ist es vielleicht so, dass sie aus einer schwierigen Kindheit, deine war auch nicht einfach, vielleicht ein verzerrtes Bild haben von was Liebe ist, oder es ist so gekoppelt daran, das sind wirklich tiefe Muster, die da greifen. Wie bist du bei dir damit umgegangen? Ja, ich habe ehrlich gesagt erst relativ spät herausgefunden, dass das, was ich in Beziehungen als Liebe empfinde, vielleicht oftmals gar nicht wirklich Liebe war. Ich habe ja schon auch eine Liebe gefühlt, die bedingungslos war. Die ist jetzt nicht von Menschen gekommen, aber ich habe die gekannt. Und die Liebe, die mir verkauft wurde als Liebe, die war aber nicht wirklich Liebe. Und die war mehr Verstrickung, fast würde ich sagen. Und als ich zum Beispiel meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, hatte ich immer wieder unglaubliche Angst, weil diese Liebe mich sehr angezogen hat, die er für mich hatte, aber weil ich der nicht vertraut habe, weil ich für mich ein Bild der Liebe hatte, mal ist sie da, mal nicht, mal fühlt sie sich gut an, mal fühlt sie sich schlecht an, aber das ist eben nicht Liebe, sondern das sind Beziehungsmuster. Und das wird sehr oft verwechselt. Ein Beziehungsmuster ist nicht das Gleiche wie Liebe. Also diese bedingte Liebe, oder? Wenn du so bist, dann bekommst du es, wenn so nicht. Da ist jemand, der sagt mir, ich liebe dich so, und dann ist er plötzlich weg. Und ja, dann denkst du, ich kann der Liebe nicht vertrauen. Dabei kannst du der Person nicht vertrauen, weil sie nicht integer ist. Und das ist ein Unterschied. Aber das müssen wir, deshalb ist es wichtig, Dinge zu verstehen. Wir müssen das auseinanderbrechen können, die Dinge wirklich anschauen können, was sie in ihrem Kern sind und wo werden eigentlich Dinge total vermischt, und zum Beispiel verschiedene Dinge sind. Ich höre ja oft, ja, in Beziehungen, da soll bedingungslose Liebe, eine Beziehung soll bedingungslose Liebe sein und so weiter. Aber da wird so viel vermischt, die Liebe ist bedingungslos. Eine Beziehung ist nie bedingungslos, weil sonst hätte sie keine Form. Und eine Beziehung braucht eine Form. Und solche Dinge werden sehr oft vermischt miteinander. Und das führt zu viel Verwirrung und schlussendlich auch wieder zu Schmerz und Leid. Du hast einen Satz gesagt, der mich sehr berührt hat. Der erste Schritt zur Selbstliebe ist das Verständnis. Und wenn du wirklich dich selber oder andere verstehst, dann geschieht etwas. Ja. Was geschieht dann? Du kannst es annehmen, weil es dein Verstand nicht mehr ablehnt. Weil die Dualität ist in deinem Verstand. Wenn ich dich verstehen kann, dann kann ich plötzlich einen Teil von mir mit dir eins werden lassen.
weil ich dich verstehe. Ich sehe dich, ich fühle dich. Und dann kann ich dich nicht mehr ablehnen, weil es wie ein Teil von mir geworden ist. Ein Teil von dem oder von meinem Bewusstsein. Und ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll, ehrlich gesagt. Ja, es scheint eine verzwickte Sache zu sein, diese Selbstliebe. Das einmal nicht die Selbstliebe, sondern all uns, eigentlich ist unsere Persönlichkeit eine verzwickte Sache. Und wie kreieren wir uns diese Mangel an Selbstliebe, die ja auf der ganzen Welt im Moment spürbar ist? Wie entsteht die? Durch die Sozialisierung, durch das wir geprägt, ausgebildet werden, also ausgebildet, damit meine ich auch Erziehung zum Beispiel, von Menschen, die schon nicht genug Selbstliebe haben. Und alles, was die an sich nicht annehmen können, das können sie an uns nicht annehmen und das spiegeln sie uns. Also das Problem ist, dass uns niemand wirklich gesund spiegelt, uns wirklich zeigt, wer wir sind und was wir damit anfangen können. Wir müssen ja schon auch lernen, mit uns umzugehen, mit Gefühlen umzugehen. Da gibt es ja schon viel zu lernen. Aber das grundsätzliche Problem ist die Projektion der quasi Autoritätspersonen in unserem Leben auf uns, die nicht wirklich, also das macht ein Bild, das nicht dem entspricht, was wir wirklich sind. Und was ist deine Vision für die Menschen, für die Menschheit in einem Miteinander mit sich selber, aber auch untereinander? Ja, mein Wunsch ist, dass immer mehr Menschen in sich diese neue Ordnung herstellen, also dass sie sich entwirren und erkennen, dass sie genauso richtig sind und wie sie ihre Talente, Gaben mit der Welt teilen können, weil wenn wir das alle tun, dann fühlen wir uns sicher miteinander, dann gibt es keinen Grund mehr, einander auszubeuten, anzugreifen, und da kann nur jeder bei sich selber anfangen. Weil solange du es in dir nicht getan hast, wirst du immer noch kämpfen gegen Außen und gegen Dinge im Außen. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir alle mehr Kohärenz in uns kreieren, also dass wir authentischer sind in unserem Ausdruck und uns erlauben, ganz verschieden zu sein. Weil ich finde, unsere Gesellschaft profitiert davon, dass wir ja alles Individuen sind. Wir müssen ja nicht alle gleich denken, wir müssen nicht alle gleich fühlen, wir müssen nicht alle das Gleiche tun, sondern das Geschenk an einer Gesellschaft ist ja die Diversität. Und ich finde, wir müssen nicht den Eindruck haben, dass wir alle gleich werden müssen und dass wir alle das Gleiche wollen müssen, nein, sondern dass wir Harmonie in dieser Diversität erschaffen. Und genau das ist es eben auch, dass wir halt in uns selber tun können und damit mehr inneren Frieden empfinden. Es ist eine Reise, die bei einem selber anfängt. Man kann nur sich selber ändern. So oft hat man es schon gehört. Ja. Und doch muss man es tun. Ne? Jein. Oder sein. Nein, ich meine das mit dem Ändern. Ja. Du kannst natürlich Einfluss haben auf das andere, indem du dich im Inneren änderst. Also wenn du dich im Inneren änderst, dann änderst du das Außen mit. Aber du musst nicht im Außen ansetzen, sondern im Inneren. Das heißt, du kannst schon was verändern, aber du musst nicht denken, ich mache es dort. Darum sage ich nein. Ja. Und du hast ein Konzept entwickelt, bei dem diese Änderung bei sich selber, diese innere Ordnung zu schaffen, man es wieder Stück für Stück machen kann. Was? Also, ich habe das nicht entwickelt. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das entwickelt habe. Das sind, ich habe auch Begleitung auf meinem Weg gehabt und so weiter. Ich habe einfach immer Dinge ausprobiert und verwendet, was für mich funktioniert hat. Und klar, ich habe eine eigene Art und Weise, wie ich mit Klienten arbeite. Aber nicht alles, was ich sage, habe ich selbst erfunden. Und was würdest du zu Menschen sagen, die vielleicht schon lange auf diesem Selbstliebeweg sind, aber das Gefühl haben, noch nicht angekommen zu sein oder es hat noch nicht geklickt? Wenn jemand schon sehr lange auf dem Weg ist,
Ich glaube, dann würde ich vor allem sagen, das Schwierige ist, hier eine generelle Aussage zu machen, weil wenn es nicht klappt, dann meist, weil wir sehr starke Identifikationen haben, weil wir immer noch das Gefühl haben, etwas oder jemand sein zu müssen. Und das ist sehr unterschiedlich bei gewissen Menschen. Manche denken sie das, oder sagen wir es so, Menschen müssen unterschiedliche Dinge loslassen, um dahin zu kommen. Mhm. Und das ist eben sehr individuell. Ich kann nicht sagen, alle müssen das loslassen. Und das kann ich sagen, wenn ich einen Menschen sehe. Ja, wunderschön, vielen Dank für all diese Einblicke, für diese Perspektiven und vor allem für deinen Weg, den du mit uns teilst und auch anbietest, anderen Menschen mit Teil sein auf dieser Reise, die uns einzeln wieder stärkt, mit uns verbindet, dann aber auch miteinander verbindet und somit in eine Welt hineingeboren werden können, die wirklich mehr Hoffnung trägt, mehr Stärke trägt, mehr von dieser bedingungslosen Liebe durchschimmern kann. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für dein Wirken. Danke auch. Und für alle, die sich das interessiert und mehr von dem erfahren möchten, was wir kreiert haben, könnt ihr gerne auch noch die Informationen unter dem Video entnehmen. Aber egal, wie du dich entscheidest, so oder so wünschen wir dir das Beste auf deinem Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke.